liefen bei der Sirius. Sehr gut, wirklich. Also außerordentlich. Was haben Sie damit zu tun? Ne? Och, nichts Besonderes. Ich arbeite dort und da sehe ich mir manchmal die Streifen an. Haben Sie denn schon Nachricht bekommen, Gnädigste? Nein, bis jetzt noch nicht. Herr Bollmann, Ihr Whisky, bitte. Charlie schien irgendetwas zu befürchten. Er hatte recht damit. Der Große verzog seinen Mund. Es sah aus, als suchte er einen Spucknapf. Filmfritzen. Alles Idioten. Herr Bollmann, bitte. Er hat vollkommen recht. Alles Idioten. Ich glaube aber, in diesem Fall haben Sie wirklich Pech. Herr Reinhold hätte Sie bestimmt genommen, gnädiges Fräulein, so wie ich ihn kannte. Aber leider ist er an dem Abend gestorben, während die Aufnahmen liefen. Aber bestimmt nicht deswegen. Ich wollte es Ihnen nur sagen, vielleicht haben Sie es noch nicht... Doch, ich hab's ihm erzählt. Ich hab's dir erzählt, Darling. Darling machte den entscheidenden Fehler des Abends. Er nickte grimmig. Weiß ich. Nicht schade um den Burschen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie während des Alkoholgenusses die Stimmung umschlagen kann. Selbst eineiige Zwillinge küssen sich erst und schlagen sich dann leere Flaschen um die Ohren. Besonders bei Rum. Und im Daiquiri ist allerhand Rum. Wirklich, nicht schade. Gelichter alles.